So, wir sind heute in Live-Meditation an Vollmond. Wir warten kurz, bis manche von brauchen ein bisschen Zeit reinzukommen. So, ich hoffe, Sie haben alle einen schönen sonnigen Tag. Hier in München ist es warm hier und schöner Sommertag hier in München. So, willkommen alle zurück on Live Meditation, Full Moon Meditation. Es ist immer sehr, sehr schön, mit alle euch zusammen zu meditieren. Erst einmal, ich erkläre, was bedeutet dieses heute ganz besonders Full Moon Meditation. Heute in Indien eine sehr alte Tradition heißt Guru Purnima. Es ist für die Guru. Ehren die Guru. So, wir gehen kurz ein bisschen zurück, Blick ein paar tausend Jahre, wo die Tradition überhaupt kommt. Das ist vom die heilige Yogi. Oder Sage heißt in Englisch Vyasa. Er hat die ganze Puranas, die ganze Weisheit auf Entwicklung gegeben zur Menschheit. Und das nimmt auch in alter Tradition in Indien. Heute als Vyasa war Purnam, das heißt, es ist dedicated, verwidmet zu ihm. Und von die Wissen, das spirituelle Wissen von der Muttergottin Saraswati ist übergetragen durch die Guru. Der Guru, das ist der Lehrer, spiritueller Lehrer, meine ich, der Guru bedeutet spiritueller Lehrer, begleitet uns von Dunkelheit zu Licht, von Ignoranz zum Weisheit. Gibt Energie zu uns, dass wir können uns an selbst arbeiten können, unsere niedrige Natur zu wegnehmen, mit der höheren Natur eins mit unserer Seele verbunden. Der Guru ist ein Transformer auf Energie, auf unendliche Liebe. Aber es immer radiiert oder strahlt die Licht von uns. Die Frage liegt, ich bin bereit, die Licht zu wahrnehmen, die Liebe zu wahrnehmen, die Wissen zu wahrnehmen, die Weisheit zu wahrnehmen. Das liegt an die Schüler überhaupt. So, heute in Indien, Leute ehren die Gurus sehr, sehr viel. Die meditieren, die waschen die Füße vom Gurus. Die ehren die Gurus, meditieren an die Guru. Ein Vollmondtag, besonders Vollmond, nicht jeder Vollmond ist ein Guru Purnami. Ein paar Mal im Jahr, ein oder zweimal im Jahr kommt das. Und das ist besonders Energie. Und wenn man verbunden mit dem Guru oder dem spirituellen Lehrer, die Energie fließt in Mengen. Und das ist was Schönes, diese Energie zu wahrnehmen. Die Energie zu wahrnehmen und meditieren über die Guru ist was Besonderes. Ich freue mich, mit euch zusammen zu meditieren an diesem Tag. Mein golden Tipp für euch ist, ihr müsst ihr eigener Guru, egal wem, nicht auf die körperliche Ebene schauen, auf dem höhere Seele schauen. Die Seele vom Guru ist sehr, sehr kraftvoll. Das will mein Lehrer, Mahatma Grandmaster, sagt, don't look at the physical body, but the spiritual teacher in the physical body. Der spirituelle Lehrer in dem physischen Körper muss respektieren. Es gibt viele Wege, aber das ist der einfachste Weg für Entwicklung.
Und gleichzeitig ist es auch ein schwieriger Weg zu entwickeln. Warum? Der Ego kommt im Weg. Wie kann ein ganz normaler Mensch, sieht ganz einfach aus, okay, wie kann ihm ehren oder wie kann ihm beten zu ihm? Alle Heiligen waren auch ganz normale Menschen. Das ist so. Wenn du siehst, in indischer Tradition, alte, die Gottheiten, auch ganz normal geboren und zum Kloster in den Wald geschickt zum Ausbilden lassen. Von den Heiligen. So, wenn man die spirituelle Lehre in die physische Körper respektiert, dann die Energie strahlt. Du bist gefüllt mit Glückseligkeit und Freude. Es ist alles wunderbar. Zum Beispiel, wenn wir Namaste sagen zu unserer spirituellen Lehrer, der Moment, du sagst Namaste, was bedeutet das? Namaste. Ich grüße die Göttlichen in dir. In allgemein, wenn wir Namaste sagen, ich grüße die Göttlichen in dir. So, wenn du grüßt die Göttlichen in die Lehrer selber, du bist ein reines Kanal von ihm. Und Mengen von Energie ist gegeben. Du bist gefüllt mit so viel Liebe, so viel Freude. Man muss nur tun, mit minimal oder kaum Widerstand. Das bedeutet Aufnahmefähigkeit, Leitfähigkeit heißt es in Deutsch. Hingabe, sage ich in meiner Art und Weise zu sagen. So, sind Sie alle bereit? Wir machen ein kurzes Gebet vor die Meditation. Wir machen eine ganz besondere Meditation heute. Hand auf dem Herz. Lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihr Herzchakra. Atmen Sie tief ein und aus. Begleiten Sie folgendes Gebet. Zum dem Hux, göttlichem Sein. Göttlicher Mutter, göttlicher Vater. Zu meinem Lehrer, zu meinem spirituellen Lehrer, Mahatma Grandmaster Chowa Koksui, zu meiner Heiligen Sri Shirdi Sai Baba, zum aller Heiligen, Heiligen Engel, Heilenden Engel, Erzengel, große, große Wesen, unsichtbare Helfer mit unseren Lichtwesen, große Wesen, zu meiner Seele, meiner göttlichen Selbst. Von meinem ganzen Herzen ich demutig danke für Ihre Schutz, Führung und Segnung, für Ihre Segnung, mit göttlicher Liebe, göttlicher Führung, göttlicher Schutz. Mit Freude, mit Glückseligkeit. Mit innerer Heilung, körperlicher Heilung. Mit Spiritualität. Mit guter Gesundheit. Danke. In vollem Vertrauen, danke. Atmen Sie tief ein. Ausatmen, Bewusstsein auf den ganzen physischen Körper. Ich meine, wenn ich sage, viele Menschen machen diese Meditation, wenn ich sage, ihre Lehrer, jeder kann ihre eigene Lehrer haben. Und das ist nicht unabhängig von keiner Tradition, keinen Linien. Nein, jeder hat die Freiheit, ihre Lehrer zu wünschen, zu respektieren. Die gibt keine absolute Offenheit. Das ist das Schöne. Grandmaster selber sagt, wenn du hast einen spirituellen Lehrer, folge ihm. Das ist das Freiheit, Grandmaster Chokok, so ist gegeben für alle uns, unsere Prana, Bharatik Yoga Praktizierende oder Prana Lehrer. Das ist was Schönes, diese Freiheit zu erleben und zu respektieren. So, diese Meditation ist verwidmet zu allen Gurus auf der Welt, auf dem Planeten Erde. So, einfach lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihr Herzchakra. Geben Sie ein schönes Lächeln zu Ihr Herz. Ihr Herzchakra ist ein göttliches Wesen von Liebe. Sagen Sie ein paar liebevolle Worte zu Ihr Herz.
wenn Sie eine spirituelle Lehre haben? Wieso lehren Sie Ihre spirituelle Lehre in Ihrem Herz? Sagen Sie Namaste zu der spirituellen Lehre. Ich respektiere die spirituelle Lehre in dir. Namaste. Kann sie fühlen, ihr Herz, ihr ganzer Körper ist gefüllt mit Liebe, mit Freude. Ganz sanft lenken Sie Ihr Bewusstsein zu Ihrer Kronenchakra. Ihre Kronenchakra ist der göttliche Wesen auf göttliche Liebe. Geben Sie ein schönes Lächeln zu Ihrer liebevollen Krone. Visualisieren Sie Ihre Lehrer in Ihrer Krone, Ihre spirituelle Lehrer. Sagen Sie Namaste. Ich respektiere die spirituelle Lehre in dir. Ganz langsam lenken Sie Ihr Bewusstsein 20 cm über Ihren Kopf. Mental vorstellen goldene Flamme. Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme und die innere Stille und Glückseligkeit. Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme und wiederholen Sie im Geist: Ich bin das Ich Bin. Ich bin ein göttliches Wesen mit göttlicher Liebe, göttlicher Intelligenz und mit göttlicher Kraft. Ich bin das Ich Bin. Ganz sanft im Geist singen Sie das Mantra Om oder Amen oder Amin. Gleichzeitig bewusst auf die goldene Flamme und die innere Stille
Ganz langsam, bewusst auf Ihre physische Körper, bewusst auf Ihre physische Atmen. Visualisieren Sie die Planetenerde vor Ihnen vor. Wie ein kleines Ball. Sanft heben Sie Ihre Hände, die Höhe Ihrer Brust, Handflächen zeigen draußen Richtung die Planetenerde. Aus dem Herzen Gottes, durch Ihr Herz, durch Ihre Hände, segnen Sie die ganze Erde mit göttlicher Liebe und göttlicher Frieden. Lass Frieden manifestieren auf die ganze Erde. Lass jede Lebewesen segnet sein. Mit Frieden, mit Freude, mit Vergebung. Lassen Sie die ganze Erde segnet sein. Alle Lebewesen segnet sein. Mit Freude, mit guter Gesundheit, mit Glückseligkeit. Segnen Sie Ihr eigenes Land, Ihre Gemeinde, Ihre Stadt, Ihr Dorf. Mit gutes Willen und alles Gutes zu tun. Mit Frieden, mit Harmonie. Und mit Wachstum. Sanft lenken Sie Ihr Bewusstsein zum Ihrem Herzchakra. Vom Zentrum Ihr Herzen mit sehr viel Liebe durch Ihre Hände segnen Sie Ihre Familie. Segnen Sie mit sehr viel Liebe. Mit Freude, mit Frieden und Harmonie miteinander, mit Vergebung.
mit guter Gesundheit, mit Glückseligkeit. Fühlen Sie Liebe in Ihr Herzen, strahlen Sie raus. Segnen Sie Ihre Freunde, Bekannte, Verwandte mit Freude, mit Frieden, mit Glückseligkeit. Lass alle segnet sein. Sanft Ihre Hände zurück auf Ihre Schoß. Lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihre Fußsohlen. Visualisieren Sie ein brillantes weißes Licht durch Ihre Fußsohlen, gehen tief, tief, tief in Mutter Erde. Lass Mutter Erde segnet sein, wieder regeneriert sein. Ich bin verbunden und verwurzelt mit Mutter Erde. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zum dem Hux, göttlichem Sein, göttliche Mutter, göttlicher Vater, mein spiritueller Lehrer, alle spirituellen Lehrer, alle Heiligen, alle große, große Wesen, Lichtwesen, Engelwesen, zu meiner Seele, meine göttliche Selbst. Danke, danke, danke für die Segnung, Führung und Schutz. In vollem Vertrauen, danke. Atmen Sie tief ein. Ausatmen, Bewusstsein auf die ganze physische Körper. Noch einmal tief einatmen. Ausatmen, ganze physische Körper. Ganz normal atmen. Wieder Ihre Augen öffnen mit einem schönen Lächeln. So, ich hoffe, die Meditation war okay für euch. Wahrscheinlich manche Leute die erste Mal machen, kann sein, es ist viel von euch. Ich bitte euch, gründliche körperliche Übung machen. Und ich widme vom ganzen Herzen diese Meditation zu alle Gurus, alle große Lehrer auf dem Planeten Erde. Ein wunderbares Geschenk, solchen Gurus, so großen Lehrer zu sein, zu uns dieses Wissen weiter zu vermitteln, Weg zu zeigen, weiterzuentwickeln. Von meinem ganzen tiefen Glauben und Hingabe, ich widme das für alle dem, dieses wunderbare Guru Purnima Tag zum alle Ebenen. Ich danke alle, das mitgemacht. Ich freue mich für euch, dass alle mitgemacht. Ein wunderbarer Tag zu meditieren mit euch zusammen. So, wir hoffen, dass wir bald wieder am Live kommen. Wenn Sie einfach Fragen haben, können Sie gerne uns schreiben. Einfach, wir geben Mühe, die Fragen zu antworten, wenn möglich überhaupt. Und ich freue mich, mit euch ein bisschen Zeit zu meditieren. Einfach viel Freude, viel Glückseligkeit. Lasse die Segnung von meinem Lehrer, von meinem Heiliger mit euch sein. Und I wish everybody all the best. And I wish all the English-speaking people, thank you for joining this meditation. Maybe you didn't understand, but I have dedicated these meditations to all the gurus and saints and sages of the planet Earth who has given us the wonderful knowledge and the divine bliss to us to make us a channel to serve the mankind and humanity and planet Earth. So I dedicate to them. And always think of your teacher, your spiritual teacher in your heart. His energy is always flowing through you. You just have to be open for it and receive his blessings and do the good work. When the blessings of the guru is there, things will move smoothly in your life. So don't be arrogant. Don't be ignorant about it. That's the real truth is be humble. So the more humble you are, the more you develop. The more good self-esteem you have,
you become more humble. See, so if you look at all the great spiritual teachers, they come down because they are so humble. So develop your heart, practice humility, and you will feel the divine bliss in you. So everybody, thank you very much. And all the German speaking, alle Deutsch sprechenden, mitmachen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen viel, viel Freude. Vielen Dank. Namaste.